So Leute, willkommen zurück zu ETS 2. Diesmal sieht es so aus, dass wir zurück nach nach Orlans fahren wir, und zwar von Limoges aus. Wir sitzen in unserem Volvo VNL 780. Falls ihr den letzten Part nicht geguckt habt, schaut ihn euch an, weil dort erzähle ich ein bisschen mehr, beziehungsweise zeige euch den VNL ein bisschen besser von außen und so. In diesem Part versuchen wir so schnell wie möglich hier aus dieser Firma rauszukommen, weil ich eh immer so lange brauche. So, wir haben einen relativ langen Radabstand, das heißt, ich glaube, ich werde hier an dem Tor gar nicht vorbeikommen. Oh, der Motor ist ganz schön leise. Oder sind das wieder meine Kopfhörer? Ich glaube, das sind wieder meine Kopfhörer. So. Alter, wie leise ist denn das hier? Moment mal, Moment mal. Mach es einfach mal lauter ein bisschen. Wenn es im fertig aufgenommenen Part immer noch so leise ist, dann werde ich mal schauen, dass ich die Audiospur des Spiels ein bisschen verstärke. So. Das ist ein bisschen scheiße jetzt hier gerade, weil wir zu einem 90-Grad-Winkel zu unserem Auflieger stehen. Das ist nicht ganz ungefährlich, vor allem nicht für die Bauteile der Fahrzeuge. Der ist ganz schön leise, ey. Was ist mit dem Volvo hier los? Hört sich fast so an wie der ganz normale Volvo. Mal gucken, ob ich für den vielleicht nochmal einen Soundmod finde. So. Gucken wir mal, dass wir so schnell wie möglich hier aus Limoges rauskommen und dann auf die Autobahn. Kommt jetzt einer, aber der will ja einfahren. Das heißt, ich kann raus. Einfahren. Einbiegen. Einfahren. Was ich manchmal für deutsche Wörter raushaue, das ist ja echt nicht mehr feierlich. Alter! Das nächste Mal sollte der Scania-Fahrer vielleicht mal langsamer machen, weil er mir jetzt fast in den Auflieger gefahren wäre. Idiot. So. Habt ihr das gesehen im Spiegel? Wenn nicht, dann spult nochmal zurück und schaut euch an. Ich weiß, ich bin relativ weit links gefahren, aber trotzdem. Wenn er sieht, dass es ein bisschen eng wird, dann wird man normalerweise langsamer und nicht noch schneller. Naja, wie dem auch sei. So. Limoges, was ich bis jetzt sehe hier von dem Mod, super gelungen. Sieht wirklich cool aus. Manu, wir haben keine Retarder an diesem LKW. Ja, cool. So. Immer schön in den rechten Spiegel schauen. Gucken, was der Auflieger macht. Und natürlich die lange Schnauze des LKWs nicht vergessen. Aber das hat ja gereicht. Wir haben übrigens auch bis jetzt nur, also ich sag jetzt einfach mal nur, weil es glaube ich gar nicht mal so schlecht ist. Wir haben bis jetzt nur einen einzigen Unfall verursacht. Und der war noch nicht mal wirklich schwerwiegend. Und ich glaube, wir haben bis jetzt auch nur zweimal Strafe gekriegt. Einmal wegen dem Unfall und einmal wegen einer roten Ampel, die wir aus Versehen überfahren haben. So, Tempomat bei 63 drinne auf der Landstraße. Das ist perfekt so. Dafür versucht uns einer zu überholen. Mini Cooper. Jetzt kurz vor der Autobahn macht es ehrlich gesagt auch keinen Sinn mehr. Naja. Ist ja seine Sache. Und ich finde auch die zwei Spiegel an der Motorhaube geil. Das sind nochmal extra zusätzliche Spiegel. Die sind echt cool zum Überholen. Auf jeden Fall was Feines. So, und der Motor ist so leise, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich verschalte mich die ganze Zeit, weil ich nicht richtig raushöre, in welchen Drehzahlen der sich befindet. Ich versuche ja fast die ganze Zeit über Gehör zu fahren und nicht. Ich schaue ja nicht permanent auf die Drehzahlanzeige. So, können wir hier rauf. Da kommt nichts. Das ist Supi. Marsupilami. So, ich wollte eigentlich gar nicht aufhören zu blinken, sondern die Kamera wieder gerade machen, beziehungsweise zentrieren. Stattdessen habe ich aufgehört zu blinken. So, 13 Minuten und wir haben noch knapp 200 Kilometer vor uns. Oh, das könnte echt knapp werden. Aber dann überziehe ich den Part, weil ich echt die Schnauze voll habe von Parts, in denen wir die Tour nicht fertig kriegen.
So, Mann, der ist echt extrem leise. Was ist hier los, ey? Sind das jetzt... Oh, Mann, ich bin schon wieder zu weit nach vorne gefahren. Scheiß Schranke. Das sind aber nicht meine Kopfhörer, weil der Blinker... Den Blinker und so höre ich ja normal. Nur der Motor ist so verdammt leise. Der wird einfach ziemlich gut gedämpft sein. Ich meine, an sich ist es ja gut, aber das ist ein bisschen ungewohnt. Weil auf höheren Drehzahlen brummt er dann schon etwas. Und er brummt, also so wie ich das jetzt rausnehmen kann, brummt er auch etwas dumpfer als die anderen Volvos. Also glaube ich schon, dass da ein bisschen was an Sound gemoddet worden ist. So, wir haben 700 PS und 23 Tonnen geladen. Joa, auf der Autobahn sind wir jetzt und können den Tempomat einschalten. Ich kann mich ein bisschen zurücklehnen. Und jetzt muss ich mir überlegen, über was wir noch quatschen könnten. Mir fällt nichts ein. Nein. Vielleicht nochmal das Voting. Vielleicht könnte ich das nochmal erwähnen. Also es gibt bis jetzt immer noch nicht ganz so viele Stimmen. Es sind insgesamt 6 Stimmen rausgekommen bisher. 5 davon gehen an DAF Euro 5. Und eine davon geht an den Volvo FH16 2012, nicht 2013, wie ich sonst immer gesagt habe. Ich finde es ein bisschen schade. Ich habe gedacht, das Voting wäre ein bisschen spaßiger. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe das Voting voll umsonst gestartet. Naja, was haben wir denn hier? Wir haben hier wieder eine schöne Landschaft. Wir sind ja das letzte Mal sind wir auf der Gegenfahrbahn gefahren, dadurch, dass wir ja in die andere Richtung gefahren sind. Nicht, weil wir Geistesfahrer sind. Und ich glaube, da habe ich noch nicht wirklich so geachtet auf die Landschaft. So, das lässt sich auf jeden Fall hier sehen. Für das, dass ich hier die Vegetation übrigens auch ein bisschen runtergedreht habe, immer noch super hier. Die haben ja auch so einen komischen Bauernhof, so wie es aussieht. Ob man da vielleicht drauf fahren kann, um was abzuladen? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie die das gemacht haben mit dem Mod, was die da noch alles an Ablademöglichkeiten eingebaut haben. Ich glaube, es gibt auch irgendwo Stellen, wo wir an der Autobahn, an der Baustelle abladen können oder so. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe mir nämlich nicht alles durchgelesen, was es hier in dieser neuen Map gibt. Weil es wirklich verdammt viel ist. Zu fast jeder Stadt haben sie was neu gemacht. Das ist wirklich brutal. So, noch 10 Minuten und noch 130 Kilometer. Das müsste eigentlich lang. Das müsste wirklich lang. Und vielleicht sollte ich im Hintergrund Musik laufen lassen? Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte, wegen erstens Copyright-Zeugs und so. Ich weiß, es gibt lizenzfreie Musik. Dann müsste ich mal gucken, wie ich das mache. Weil Radio laufen... Ich würde am liebsten einfach Radio laufen lassen. Ein deutscher Sender irgendwie, weiß ich nicht. Aber das darf ich ja nicht. Ja, alles geschützt. Naja. Also, wegen der Musik, ich weiß nicht. Hier in einem Volvo ist es echt still und... muss ja auch gucken, dass ich ein bisschen was schwatze. Wobei ich ja eh voll viel rede. Vor allem auch über Sachen, die eigentlich total für den Arsch sind. Aber naja. Es ist heute auch wieder brutal warm. Wirklich brutal warm. Deshalb, ich habe immer noch den Ventilator laufen. Ich hoffe, dass man den nicht wirklich hört. Ich könnte ja vielleicht auch einfach mal eine Minute ruhig sein. Mal schauen, ob man den hört oder nicht. Ich glaube nicht mehr, dass man den hört, weil er ist eigentlich wirklich leise, vor allem auf der ersten Stufe. Ich könnte ihn ja auf die dritte hochstellen, aber dann wäre er wirklich ein bisschen lauter und... Naja, es reicht, also ich werde, Gott sei Dank, bin ich hier nicht übertrieben am Schwitzen gerade.
weil es sonst ziemlich unangenehm wäre, so aufzunehmen, finde ich. Vor allem, weil ich auf so einem Lederstuhl sitze. Aber das Wetter mittlerweile ist wirklich krass. Also ich weiß jetzt, Samstag, alle 37 Grad sind bei uns angesagt. Wir haben jetzt übrigens Freitag zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Ich weiß, dass dieser Part wahrscheinlich erst Dienstag oder Mittwoch nächste Woche oben sein wird, aber einfach mal so, dass ihr wisst, an welchem Tag ich das gerade aufnehme eventuell. Ja, die Autobahn hier, wir sehen auf jeden Fall einen Riesenunterschied zu den ungemoddeten Autobahnen. Die ungemoddeten Autobahnen haben Kurven des Zorns drin. Und hier auf den gemoddeten geht es eher so wie in echt zu, also Kurven eher langgezogen und nicht wirklich scharf. So wie es wirklich sein sollte. Und wir müssen hier nicht übertrieben viel lenken in den Autobahnen. Das ist auf Dauer natürlich langweilig und vielleicht ermüdigend. Wenn wir mal überlegen, wir fahren hier auf der Autobahn vielleicht 150 Kilometer, 190 Kilometer am Stück. Und wenn wir dann noch auf Fernfahrt machen, dann fahren wir da wirklich 400, 500 Kilometer. Das ist auch nicht ohne. So, wir müssen Richtung Orléans fahren. Das heißt hier hoch und Autobahnwechsel. Aber der Volvo, bis jetzt bin ich wirklich hellauf begeistert von dem. Der Volvo lässt sich wunderbar fahren. Der ist wirklich soft. Der ist wirklich gut gemoddet. Mir gefällt er. Vor allem auch der Innenraum. Super schön. Wir haben 18.10 Uhr schon. Da können wir eigentlich langsam mal das Licht anmachen. So, da vorne bremsen viele ab. Ich habe das Gefühl, mein Licht ist ganz schön hell irgendwie. Wir haben jetzt noch 34 Kilometer und ich habe noch knapp 6 Minuten Zeit. Das dürfte eigentlich passen. Jetzt gab es wieder Frame-Einbrüche. Ich habe gerade wirklich Angst, dass das jetzt wieder so anfängt wie des Öfteren schon, dass ich da nicht weiterspielen kann. Ich glaube, das liegt jetzt aber wieder nur an den Bäumen, die gerade geladen werden und so. Ich hoffe es zumindest. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt schon wieder einen Cut zu machen, nur wegen dem Rumgelecke, wo wir fast am Ziel sind. Das wäre total beschissen. Ach komm, Spiel, bitte. Bitte mach weiter. Der Bus da vorne ist ganz schön langsam, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den wirklich überholen brauche, weil da vorne kommt eh eine Mautstelle, also bremse ich lieber ab. Da rentiert sich das Überholen nicht. So, blinken können wir ja auch schon mal. Ein bisschen Abstand halten, weil ich nicht weiß, wie Arktika hier ja abbremst. Aber hier ist es wirklich ein bisschen laggy. Was heißt ein bisschen? Es ist brutal laggy hier. Aber ich glaube, das war die Mautstelle, wo wir schon mal durchgefahren sind und auch so laggy war. Also wenn ich im Leerlauf bin, ich habe jetzt gerade die Kupplung gedrückt und der ist bei unter 500 Umdrehungen pro Minute. Das ist seltsam, da hört man den Motor schon gar nicht mehr. Man hört ihn ganz leise im Hintergrund noch so rum, 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 rum. Aber ich glaube, mit YouTube hört man das schon so gut wie gar nicht mehr. Aber der hat auch ein wundervoll übersetztes Getriebe. Das ist nicht so wie bei dem Volvo FH. So, da kommt noch einer. Der will bestimmt rausfahren. Ne, der lässt uns. Unsere Spur endet gerade sowieso, also ist das auch ganz gut so. So, ich hoffe, dass wir jetzt langsam mal rauskommen aus diesem laggy Gebiet hier. Ich habe das Gefühl, es liegt immer irgendwie hier an dieser Mautstelle oder so. Irgendwas ist da, was dem Spiel nicht gefällt. So, und ich glaube, das hier war die Kreuzung, wo ich dem einen die Vorfahrt genommen habe. Wo ich das gesehen habe, ich mir auch nur gedacht, Alter, Uwe, was machst du da? Da steht ein Vorfahrtgewehrenschild und du nimmst ihm einfach die Vorfahrt. Ja, da habe ich mich ausgelacht und mich ein bisschen drüber geärgert. So, aber diesmal kommt nichts.
Jetzt habe ich aber viel Platz genommen, ey, du. Hallo? 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 Jetzt muss ich mal ganz kurz... ganz kurz... Oh, geht das schon wieder los? Ah, ich hab's langsam satt. Wenn ich wenigstens wüsste, an was es liegt. Diese Frame-Einbrüche ohne Scheiß, Leute. Die gehen mir so auf den Sack. Oh, meine Fresse. Das Spiel hat's voll auf mich abgesehen. Vor allem jetzt, wo wir kurz vorm Ziel sind, noch 2 Minuten Zeit haben, will das Spiel nicht mehr. Das ist so ärgerlich. Das ist brutal ärgerlich. Aber ja, ich muss jetzt leider einen Cut machen, weil es sich so nicht weiter spielen lässt. Tut mir leid. Mal wieder. Tut mir wirklich, wirklich leid. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut rein. Bis dann. Ciao.